Wer glaubt, dass es mit AMD RX 6000 Grafikkarten langsam zu Ende geht, tja, der hat sich wohl geirrt. Hallo Freunde der RX 6000 Grafikkarten und willkommen zu einem weiteren News-Video an diesem wunderschönen Mittwoch. Und wunderheiß ist es noch dazu. Und falls mir also die ein oder andere Schweißperle von der Stirn läuft, keine Sorge, das ist natürlich die Hitze. Nicht, dass ihr noch denkt, dass YouTube seine Arbeit und Anstrengung bedeuten würde. Und trotz des schönen Wetters haben sich natürlich wieder 5 wunderbare News in diesem Video hier eingefunden und werden gut gelaunt präsentiert von... Ach ja, von mir natürlich. Und es sind wieder alle mit dabei. Intel und AMD CPUs und Grafikkarten. Aber was fehlt? Ja, dazu aber später mehr. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zu Intel. Die ganze Welt freut sich auf AMDs Ryzen 9000 Generation. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Intel-Liebhabern bevölkerter Trupp hört nämlich nicht auf, AMD Widerstand zu leisten. Denn ja, es gibt sie noch, die eingefleischten Intel-Fans, die sich auf die nächste Intel-Generation Everlake freut. Jubel! Und vielleicht sollten das auch AMD-Freunde machen, denn Everlake von Intel könnte durchaus für einige Überraschungen sorgen und AMD auch durchaus Probleme bereiten. Zumindest im Desktop-Bereich natürlich, denn in allen anderen Bereichen ist Intel sowieso in Sachen Verkaufszahlen weit vorne. AMD wird seine Ryzen 9000 CPUs ja vermutlich Ende Juli veröffentlichen, also lange vor Intels neuer Generation. Aber wann kommen die Everlakes von Intel denn nun? Denn viel später sollte Intel diese natürlich nicht bringen, um AMD nicht zu viel vom Markt zu überlassen. Intel selbst nennt bis heute das Jahr 2024 als Release. Nun gibt es aber zumindest etwas genauere Angaben von Benchlife, die zumindest so ein bisschen konkreter sind. Denn laut Benchlife soll Arrow Lake schon ungewohnt früh für Intel, nämlich im Oktober, erscheinen. Und das wäre dann auch kurz nach Intels Hausmesse Innovation Ende September. Erst hier sind nämlich wohl erste konkrete Infos von Intel zu erwarten. Und ja, man kennt es ja, neue Mainboards wird es natürlich auch geben. Das ist auch schon hochoffiziell und dank neuem Sockel übrigens auch unumgänglich. Und ja, das ist sicherlich auch der größte Nachteil gegenüber AMD, die das mit ihren langjährigen Sockelunterstützungen einfach besser machen. Aber ja, ich weiß es doch, gefühlt 95% meiner Zuschauer wollen nur AMD. Und seit AMDs Ryzen 7000 X3D CPUs hat Intel bei euch auch komplett verloren. Und daher stehen auch die Ryzen 9000 CPUs bei euch ziemlich hoch im Kurs, wobei die Ryzen 9000 X3D CPUs wohl erst kurz vor Intels Arrow Lake an den Start gehen werden und das laut den Gerüchten auch erstmal nur als 9900 X3D und als 9950 X3D. Der beliebte 800er wird wohl erst später kommen. Nichtsdestotrotz sollen auch die X3D cache-losen Ryzen 9000 CPUs ordentlich mehr an Leistung mitbringen. Was übrigens sehr interessant ist, denn die neuen CPUs auf dem Papier kaum besser dastehen als ihre Vorgänger. Der Trick sind halt viele interne Verbesserungen und nicht nur rohe Taktpower wie halt bei Intel. Besonders der massiv schnellere Cache soll viel mehr Leistung bringen. Und das zeigen jetzt auch weitere AIDA 64 Benchmarks eines Ryzen 9 9950X, der hier um satte 45% schneller ist als sein Vorgänger. Und das sind Werte, die schon sehr unglaubwürdig erscheinen. Dass es hier auch ausnahmslos alle Intel CPUs in den Schranken verwiesen werden, ist hier übrigens nur Nebensache. Aufgetaucht sind die Benchmarks übrigens im Nantech Forum. Getestet wurde das Ganze mit übrigens sehr schnellem DDR5 8000er RAM und CL34er Latenzen. Der 9950X wurde offenbar mit den Standardwerten ab Werk betrieben, also auch den vollen 170 Watt TDP, womit der 9950X immerhin 200 MHz höher taktet als sein Vorgänger. Getestet wurden in AIDA 64 AES, FP32 und FP64 Leistung, also wirklich reine synthetische Benchmarks, die so in der Praxis natürlich niemals 1:1 zu erwarten sind. Die Ergebnisse sind aber trotzdem sehr beeindruckend. Im AES ist der 9950X dann wie gesagt 45% schneller als der 7950X. Und Intel muss sich gar um bis zu 60% und mehr geschlagen geben, was geradezu vernichtend ist. Sehr beeindruckend, muss ich sagen, und ich denke, dass diese Tests eines Engineering Samples seriös sind. Aber nochmal, in der Praxis wird das nicht mal ansatzweise so extrem ausfallen.
Ihr wollt euch einen Nvidia RTX 4070 Ti super kaufen, hättet aber lieber eine RTX 4090, habt dafür aber nicht das nötige Kleingeld? Na, dafür gibt's doch jetzt eine Lösung. Kauft einfach beides in einem. Ja, hat der alte Mann im Monitor jetzt komplett den Verstand verloren? Nein, hat er nicht, denn kein Witz, das gibt es schon. Auch wenn diese News eher traurig als fröhlich ist, würde ich sagen. Denn es ist schon lange bekannt, dass besonders Nvidia darauf achtet, die Chip-Ausbeute möglichst hoch zu halten. Und so läuft es halt, dass es, wenn zum Beispiel zu viele AD1-3-Chips vorhanden sind, beziehungsweise es hier viel mehr metalldefekten Recheneinheiten gibt, diese dann halt auf kleineren Karten als zum Beispiel die RTX 4080 eingesetzt werden. Und das ist völlig normal und sorgt in der Regel leider nicht für mehr Leistung. Und manch einer könnte jetzt denken, was eine Verschwendung, der Chip auf meiner Karte könnte ja eigentlich viel mehr. Tja, und ganz krass wird es nun mit der ersten aufgetauchten RTX 4070 Ti Super mit dem AD102 Chip der 4090. Dies soll laut WXNot auf Twitter eine MSI Ventus X3 sein. Aber auch per GPU-Z zeigt er noch eine Inno3D-Version, bei der der Chip nicht identifiziert werden kann, was aber sicherlich eine AD102 sein wird. Das Heftige daran ist ja, dass man sich dann als 4070 Ti Superbesitzer zwar eigentlich freuen kann, juhu, meine Karte nutzt den 4090-Chip, hier aber stolze 54% an Rechenwerken schlicht stillgelegt sind und nicht genutzt werden können. Und das tut dann doch irgendwie schon ziemlich weh. Es ist zwar völlig normal, dass Grafikkarten teildeaktivierte Chips nutzen, das macht selbst eine 4090, aber 54% ungenutzte Recheneinheiten, das ist schon ziemlich heftig. Ansonsten bringt euch die Karte aber wirklich gar keinen Vorteil, denn sie wird genauso schnell sein wie jede andere RTX 4070 Super auch. Und wenn man es genau nimmt, kann man sich eigentlich nur am GPU-Z-Screenshot erfreuen, der dann den AD102 zeigt. Naja, immerhin kosten diese Karten ja nicht mehr. Die AMD RX 6000 Grafikkartengeneration gehört wohl zu den erfolgreichsten Grafikkartenserien, die AMD je gefertigt hat. Selbst zu Zeiten der RX 7000er verkaufen sich diese verdammt gut und sind einfach nicht tot zu kriegen, auch wenn es einige Karten natürlich schon lange nicht mehr zu kaufen gibt. Und dass die RX 6000 Generation wohl noch weiterlebt, selbst wenn RX 8000 bald kommt, beweist nun eine neue Variante der AMD Radeon RX 6750 GRE. Jawohl, die 6750 GRE. Viele wussten nicht mal, dass es diese überhaupt gibt und davon gibt es jetzt sogar eine neue Variante. Naja, Grund des Unwissens ist natürlich das GRE, das als Golden Rabbit Edition direkt auf China hinweist. Und so ist es auch, diese Karten gibt es nur in China zu kaufen. Und nun gibt es davon neue Versionen der Firma Westarmor, ebenfalls natürlich eine chinesische Firma, die sich komplett auf AMD spezialisiert hat. Klar. Das ist jetzt keine riesen News, dass es weiterhin neue RX 6000er Karten gibt, aber es zeigt, dass AMD wohl weiterhin an ADN2 festhält und diese noch lange nicht komplett end of life gehen. Was nur schade ist, dass sie die 6750 GRE nicht zu uns geschafft hat. Die Frage ist, warum eigentlich? Ja, nun kommen wir zu einer News, die eigentlich keine richtige News ist und das sogar im wahrsten Sinne. Denn nun beschäftigen wir uns mal mit der Frage, die sich aktuell wohl viele meiner Zuschauer und natürlich auch ich stellen. Was ist eigentlich los mit den Nvidias RTX 5000 und auch AMDs RX 8000 News? Denn seit Wochen gibt es zu diesem Thema schlicht gar nichts mehr zu berichten. Und wenn ich meine gar nichts, dann ist es wirklich gar nichts. Die einzigen annähernden RX 8000 News, die es gab, sind ein paar kleine Infos zu neuen Linux-Treibern und entsprechenden Einträgen. Und bei RTX 5000 ist sogar komplett tote Hose. Auffällig ist ja, dass diese Ruhe punktgenau nach der Computex-Messe Anfang Juni eingetreten ist und das kann doch einfach kein Zufall sein. Worauf ich jetzt hinaus will, na klar, das sind nur Vermutungen und kein Wissen, aber auch das sieht sehr stark danach aus, dass so gewisse Leaks und Gerüchte durchaus mal hier und auch mal da von den Herstellern selbst gesteuert und sogar verbreitet werden könnten. Denn wer weiß schon, wer sich hinter dem berühmten Kopazepen Kimi Nvidia Leaker verbirgt, der aber wohl auch ein großes Interesse an Formel 1 und Fußball hat. Also, wo bleiben die News zu den Next-Gen-Grafikkarten? Ich kann es euch ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Denn so eine lange Durststrecke ohne solche News, die gab es schon lange nicht mehr. Denn ich habe es in vielen Jahren noch nie erlebt, dass News zum Beispiel ein Sommerloch haben.
Aber versprochen, sobald es was Neues zum Thema Next-Gen-Grafikkarten gibt, erfahrt ihr es natürlich direkt auf diesem Kanal hier. Daher traut euch ruhig, dem Abo-Button zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Vielen Dank! Ja, und zum Schluss noch eine kleine Spiele-News zum Thema, das aktuell gefühlt die ganze Welt bewegt, nämlich der Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree, der seit Freitag zu haben ist. Ich bin ja schon fleißig am Zocken und bin durchaus begeistert, denn er bietet schlicht mehr Elden Ring und gehört wohl zu den größten DLCs, die die Menschheit jemals gesehen hat. Viele AAA-Spiele zum Vollpreis bieten oft nicht mal ansatzweise den Umfang dieses DLCs. Dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abseits davon, dass die Technik nicht auf dem neuesten Stand ist und aktuell noch für den einen oder anderen Ruckler sorgt, sieht das Teil einfach umwerfend gut aus. Nein, nicht technisch, aber das Art-Design von From Software sucht einfach seinesgleichen. Diese Weitsicht, diese riesigen Gebäude, und es ist einfach ein Brett. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt aktuell unfassbar viele Diskussionen rund um den DLC, der auf Steam überraschend schlechte Bewertungen bekommen hat. Zum Teil natürlich wegen der noch etwas hakeligen Technik, aber sehr viele beschweren sich über den viel zu hohen Schwierigkeitsgrad. Okay, zumindest mit dem ersten Boss, dem tanzenden Löwen, kann ich das durchaus bestätigen. Wobei mich nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern schlicht das eigentliche Boss-Kampfdesign nervt, das schlicht und ergreifend unfair und komplett übersichtlich ist. Optisch ein wirklich grandioser Boss, der Kampf selbst gehört aber wohl mit zu den schlechtesten von From Software. Aber die anderen Bosse bisher, ja, alle auch knüppelhart, und selbst für kleinere Zwischenbosse habe ich auch schon mal 20, 30 oder mehr Versuche ohne Geist benötigt, aber trotzdem waren die Bosse insgesamt fair und zu meistern. Und auch sonst sind die Gegner wirklich alle sehr ernst zu nehmen, aber ich verstehe die Kritik trotzdem nicht. Wir sprechen hier von From Software. Elden Ring war auch nicht leichter, und wem es zu schwer ist, ja, der geht halt noch so ein bisschen leveln. Eventuell sind viele auch schon mit einem Level unter 100 in den DLC gestartet, und so wirst du halt mal selbst von einem süßen Eichhörnchen geone-hittet. Der From Software-Chef selbst, Miyazaki, hat es gegenüber dem Guardian übrigens sogar bestätigt, der hohe Schwierigkeitsgrad ist beabsichtigt und wird nicht gesenkt, nur damit die ganze Welt das Spiel spielen kann. Und das ist auch gut so. Denn das Besondere an diesen Spielen ist nun mal der knackige Schwierigkeitsgrad und das Gefühl, einen Boss nach 100 Versuchen oder noch mehr vielleicht endlich mal geschafft zu haben. Und dieses Gefühl kann einfach keine andere Firma so wiedergeben wie From Software. Daher Leute, bleibt einfach locker. Levelt einfach weiter, besorgt euch die Schedule Tree Blessings und zack, wird das Spiel auch deutlich leichter werden. Ich selbst hänge zum Beispiel auch gerade an Relana fest, quasi die Malenia, die bisher als schwerster Elden Ring Boss galt. Komisch, damals hat sich irgendwie niemand beschwert. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr, welches Thema heute noch fehlt? Natürlich die künstliche Intelligenz. Puh, nochmal Glück gehabt, dass das Thema überhaupt noch kommt. Nicht nur ich beschwere mich nämlich über die inflationäre Nutzung dieses Begriffs. Aber damit mal eins klar ist, ich mag nur nicht, dass jede Kaffeemaschine und jede Küchenwaage angeblich nun eine KI benutzt. Ich finde nämlich durchaus, dass diese ganz neuen Techniken sinnvoll sind und Gutes tun können. Ich finde es schade, dass der KI-Begriff inzwischen so verkommt, wird zu Recht von einigen YouTubern angemarkert. Allerdings kann KI auch richtig tolle Sachen, zum Beispiel erkennt sie Hautkrebs weit besser als menschliche Hautärzte. So ist es. Es ist nicht so, dass das alles technischer Mist ist. Ganz im Gegenteil. Allein was Nvidia mit seiner KI hat, wer an Möglichkeiten bietet, das ist phänomenal. Und ja, auch in der Medizin sind hier unglaubliche Fortschritte möglich. Siehe jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Hautkrebs. Es ist definitiv alles ziemlich toll, was hier passiert. ChatGPT, wer hätte sich sowas vor 20 Jahren nur vorstellen können? Nur, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Das ist alles nur IT, das ist alles Hightech, das sind alles Techniken auf Basis Hochleistungscomputerchips. Aber das ist alles noch lange keine echte künstliche Intelligenz. Es ist schon traurig, die letzte Umfrage hatte fast halb so viele Klicks wie das gesamte Video dazu, denn das war das Newsvideo mit den wenigsten Klicks der letzten Jahre. Daher mal eine Frage an euch. Ja klar, die Themen hätten durchaus interessanter sein können, aber wurde euch das Video überhaupt auf YouTube angezeigt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Nun aber mal zu der letzten Umfrage. Interessieren dich News zu APUs, also CPUs mit sehr leistungsstarker GPU?
Es ist und bleibt, so wie schon im letzten Video gesagt, APUs interessieren euch mehr als ich dachte. Ganze 17% können gar nicht genug von APU-News bekommen und 41% finden, dass ich das ab und zu zumindest mal mit reinpacken sollte. Das sind fast 60%, die APU-News wollen. Und ich dachte immer, das interessiert euch überhaupt nicht. Tja, auch ich kann mich mal irren, daher werden APU-News nun definitiv regelmäßiger kommen. 11% ist das Thema aber komplett egal und 25% interessiert es zwar nicht, aber es stört sie halt dann auch nicht und nur 6% sind gegen APU-News, okay? Damit habt ihr auf jeden Fall entschieden. Und ich habe nun entschieden, dass dieses News-Video nun zu Ende ist. Ja, hoffentlich gibt es ein paar Klicks mehr als beim letzten Mal. Und um das Video ein bisschen besser zu verbreiten, helfen natürlich massig Likes und Kommentare. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, aber Achtung, das Freitags-News-Video kommt wohl erst abends, da ich leider noch einen wichtigen Termin habe. Also nicht wundern, wenn es um 17 Uhr noch nicht soweit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.